Hallo und herzlich willkommen zu den nigelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Ausgabe dieser Woche ist ein kleiner Nachzügler, denn wir besprechen Filme, die allesamt schon irgendwie irgendwo liefen. Da ist unter anderem dabei der Film Emma. Den hat sich der Lasse ganz freiwillig privat quasi im Kino angeschaut und der Dom hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Das Ganze ist ein tolles Gespräch geworden, das er jetzt hier an erster Stelle bekommt. Im Anschluss gibt es dann die Besprechung zum Film Die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage. Es geht wohl im Cthulhu-Mythos und da haben sich gleich drei Herren zusammengefunden, die scheinbar absolute Fans auch von diesem ganzen Mystery-Ding sind und deswegen haben hier Michel, Patrick und Torben eben ein Triple eingesprochen für einen Film, der echt ein bisschen crazy sein könnte, der so ein bisschen auch in diesem, ja, wenn man so will, Fußstapfen von Mandy steht, einem Film, bei dem Nicolas Cage zuletzt ja auch mitgespielt hat. Generell ein Schauspieler, der, nun ja, viel Quatsch macht in den letzten Jahren und auch viel unterhaltsames Zeug gebracht hat. Ob die Farbe aus dem All irgendwie unterhaltsam geworden ist, hört ihr in deren Triple. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Triple zum Film Dangerous Girl. Der ist aus der Reihe der Tiberius-Filme, also vielleicht nicht unbedingt das größte Highlight, das die Filmindustrie in den letzten Jahren geschaffen hat. Genaueres hört ihr dann, wenn ihr Yoshi, Max und wieder dem Michel lauscht. Die drei haben Dangerous Girl ganz genau beleuchtet und ich bin mir sicher, dass das mega unterhaltsam geworden ist. Lauscht den dreien und hinterlasst uns doch mal in irgendeiner Form Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr das tun. Ebenso wäre es möglich, das Ganze im Blog zu machen, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Ebenso wäre es knorke, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten würdet auf Apple Podcasts, Twitter, Facebook, Google.de oder auf podcast.de. Überall da kann man Podcasts bewerten. Bitte tut das, das täte dem Telestammtisch sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Emma. Punkt. Ja, und was es mit diesem Titel auf sich hat, werden wir vielleicht noch herausfinden, aber es ist mir ein großes Anliegen, diesen Film Emma Punkt zu nennen. Ja, wer ich bin der Dom hinterm Mikrofon und bei mir ist heute der Lasse. Hi. Hallo. Du hast dir Emma Punkt für uns angesehen. Der Film startete bereits am 5. März 2020 in unseren deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 2 Stunden und 4 Minuten, also ja, knapp über Längenzuschlag. Und ist wahrscheinlich ab, weiß ich nicht, ab null ist der, glaube ich, freigegeben, ne? Genau. Und im Cast haben wir Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth, Callum Turner, Rupert Graves und Gemma Whelan und noch einige andere, die ich jetzt nicht erwähne und die jetzt auch nicht allzu bekannt sind. Und das Ganze ist ein, ja, Comedy-Drama im weitesten Sinne. Was es damit auf sich hat, wirst du uns jetzt wahrscheinlich erzählen, Lasse. Sehr gerne. Für die, die es nicht wissen, es geht um Emma Woodhouse, ein 21-jähriges Mädchen, welches im frühen 19. Jahrhundert auf einem Anwesen lebt, zusammen mit ihrem Vater, gespielt von Bill Nighy. Sie ist Teil der besseren Gesellschaft, sehr charmant, sehr stilbewusst, auf ihre Art lustig, sie spielt exzellent Klavier, vor allem sieht sie sich selbst ebenso, aber sie ist nicht wirklich an der Liebe interessiert, sie nutzt es aber ihre Zeit eher, andere zu verkuppeln und ganz neu hat sie eine Freundin für sich entdeckt, nämlich Harriet Smith, gespielt von Mia Goth. Und sie mischt sich da so ein bisschen ein und schaut, ist derjenige wirklich der Richtige für sie oder nicht, weil Harriet kommt aus, ist quasi eine Waise, man weiß nicht genau, wo kommt sie eigentlich her, sie lebt in dieser Mädchenschule und sie meint es mit ihren Intrigen wohl, aber es klappt nicht unbedingt so ganz und dann bemerkt sie, oh, jetzt trifft es mich doch auch mit der Liebe, wo ich das überhaupt gar nicht erwartet hatte, das ist im Prinzip die Handlung. Okay, ja, spätestens jetzt kann man sich's eigentlich erschließen, aus welcher Ecke der Filmwelt oder eher noch der Literaturwelt dieser Stoff stammt, denn das Ganze basiert, wie könnte es anders sein, auf einem Roman von Jane Austen. Ja. Also so wie Stolz und Vorurteil und gefühlte 1000 andere Gesellschaftsdramen, die eben immer in dieser gehobenen Gesellschaft spielen und auch immer Frauen als Hauptfigur haben. In diesem Fall diese Emma, gespielt von Anya Taylor-Joy. Kannst du denn die Figur noch ein bisschen näher beschreiben vielleicht? Wie kann ich es? Sie ist auf ihre Art, das Lustige ist, wie Jane Austen sie selbst beschrieben hat, denn sie hat die Figur irgendwie so umschrieben als, es wird eine Figur sein, die ich sehr gerne mag, aber wahrscheinlich viele andere nicht. Und das ist so nicht eingetreten, weil auf ihre Art, sie ist so ein bisschen
sie hat so dieses leicht intrigant Biestige irgendwie, aber und sie hat auch diese gewisse Hochnäsigkeit, aber das kommt halt mit ihrer Herkunft und mit den Umständen, in denen sie aufwächst, das hält man ihr eigentlich nicht wirklich entgegen, sondern sie wirkt einfach wie eine Frau ihrer Zeit, aber auch ihre Zeit ein bisschen voraus. Sie ist von der Zeit eher irgendwie gelangweilt, hat man den Eindruck, und deshalb vertreibt sie sich so die Zeit, und sie meint es gut, sie meint es nicht in irgendeiner Form böse tatsächlich mit ihren Taten. Und sie ist ganz offensichtlich eine Frau aus diesen Kreisen, aber hat eben diese ganz wundervoll stichelnde, humoristische Ader. Und man schaut ihr gerne zu. Es gab für mich keinen Punkt, wo ich mir denke, ah, diese blöde Kuh, niemals. Also es ist wirklich komplett mitreißend, wie sie geschrieben ist und wie sie auch dargestellt ist. Ja, es klingt für mich so, als wäre sie so eine Art, wie drückt man das aus? So eine Art zynische Kummerkastentante? Kann das sein? So ein kleines bisschen im Prinzip. Also sie ist auf ihre Art so ein bisschen kalt und steif. So eine Missverständnis, weißt du? Ja, genau, aber sie kümmert sich eben sehr, sehr doll um die Menschen, die ihr wirklich was bedeuten. Das sind einmal ihr Vater, ihre Schwester lernen wir mal kennen und dann eben natürlich auch ihre Freundin. Und das passt umso besser, weil sie und Anya Taylor-Joy-Mia Goff sind tatsächlich im wahren Leben Freundinnen. Was sehr gut rüberkommt. Der Funke springt total über. Also man merkt, dass die sich glänzend verstehen. Und sie ist halt eben auf ihre Art irgendwie stolz, aber tatsächlich auch, da schlummert eine Sehnsucht nach der Liebe, die sie aber nie gekriegt hat. Sie weiß nicht wirklich, was es ist, wie sich das anfühlt. Und deshalb spielt sie eben so mit den Gefühlen der anderen, so aus Unwissenheit. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mia Goth und Anya Taylor-Joy wirklich gut miteinander funktionieren. Also die kann man ja eigentlich so in einem Atemzug nennen. Mia Goth ist jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt. Also ich kenne sie persönlich, also da hat sie zumindest den meisten Eindruck hinterlassen, neben vielleicht noch Nymphomaniac in A Cure for Wellness, der damals sehr untergegangen ist. Da hat sie einen sehr beeindruckenden Auftritt gehabt, wie ich finde. Ja. Und natürlich auch in dem Remake von Suspiria. Zu Anya Taylor-Joy muss man jetzt gar nicht wahrscheinlich so viel sagen. Spätestens nächsten Monat werden einige sie wahrscheinlich mehr auf dem Schirm haben nach Marvel's New Mutants. Dann tatsächlich, dann kommt das schon, oh. Genau, er kommt tatsächlich. Wahrscheinlich glaubt Anya Taylor-Joy selber nicht dran. Nee. Und ja, also die hat ja wirklich sich in den letzten Jahren in einigen Rollen schon wirklich bewährt. Also die meisten werden sie aus Split oder aus Glass kennen zuletzt. Ich hingegen kenne sie eher aus The Witch. Jupp. Und das war ja wirklich eine ihrer allerersten Hauptrollen. Und da war sie ja wirklich fantastisch. Und die scheint ja wirklich hier weiter ihren Weg zu gehen. Wie ist das denn mit den anderen Darstellern? Die müssen sich dann wahrscheinlich, die spielen ihr dann wahrscheinlich so ein bisschen die Bälle zu, ne? Denke ich mal. Es kommt ganz drauf an. Also erstmal, Mia Goth ist hier eine Enthüllung wirklich, weil so habe ich sie noch nie gesehen. Sie spielt dieses leicht ungeschickte und sehr naive Mädchen, aber sie ist auch eben wahnsinnig enthusiastisch. Man merkt, sie kann ihr Glück gar nicht fassen, dass dieses reiche Mädchen ihre Freundin ist. Mich hat's vom Trailer, es mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber irgendwie hat's mich vom Trailer her an Eiskalte Engel erinnert. Oh, ich glaube, ich weiß welchen. Mit Sarah Michelle Gellar und Selma Blair. Sarah Michelle Gellar, oh Gott, dieser Drecksfilm. Ja, aber es ist so von der Dynamik her ist es ähnlich. Also Sarah Michelle Gellar verarscht sie natürlich die ganze Zeit, aber ne? Es hat eine ähnliche Dynamik, ja. Nicht komplett, weil man bei Sarah Michelle Gellar ist halt wirklich, die macht sich über die lustig und so. Yeah. Hier ist das alles sehr viel herzlicher und niedlicher. Tatsächlich, lustigerweise nämlich von Emma gab es schon mehrere andere Adaptionen, viele davon fürs Fernsehen. Eine der bekannteren ist von 96 mit Gwyneth Paltrow, eine Verfilmung, und Ewan McGregor, welche eben eine direkte Buchverfilmung ist. Aber was viele nicht wissen, es gibt eine moderne Anlehnung an diesen Stoff, und zwar mit Alicia Silverstone, Clueless. Ah, okay, ja, stimmt. Ja, da gibt es auch einige Parallelen. Ich habe den vor Urzeiten mal gesehen, ja. Ja, genau. Und hier die anderen Darsteller. Ich würde nicht sagen, sie ordnet sich wirklich unter. Ich finde eigentlich, jeder bekommt hier ganz toll seinen Raum. Ganz besonders Johnny Flynn, Musician turned Actor, ist er ja. Und es gibt auch eine Stelle im Film, wo er musiziert. Und er spielt einen Freund der Familie im Prinzip, der schon sehr lange mit dem Vater bekannt ist. Und er und Emma
sticheln sich so gerne aneinander. So, also er spielte George Knightley. Mhm. Und die sticheln gern miteinander rum. Die verstehen sich offensichtlich gut. Und er ist aber der Einzige, der sie wirklich so ein bisschen in die Schranken weist. Wo er dann manchmal sagt, wie wäre es, wenn du das nochmal überdenkst oder das, was du hier machst, ist nicht wirklich nett und so weiter. Und die funktionieren super miteinander. Und dann haben wir natürlich, weil es wird immer wieder geredet von diesem mysteriösen Frank Churchill, halt, wann kommt denn endlich mal der Churchill zu Besuch und so? Und dann, kommt Callum Turner endlich an und er kommt eher vergleichsweise spät, aber er ist halt eben auch so ein bisschen, er macht so auch so ein bisschen die Avancen in Richtung Emma und die beiden verstehen sich auch ziemlich gut. Und was die anderen Leute angeht, die hier noch mit dabei sind. Rupert Graves, es war schön, ihn mal wieder in einem Film zu sehen. Die meisten kennen ihn ja aus der Sherlock-Serie, aber ich kannte ihn schon davor aus ein paar anderen Filmen. Mhm. Aber es war schön, ihn mal wieder tatsächlich auf der großen Leinwand zu sehen. Bei Jemma Whelan war es ein bisschen lustig. Sie spielt hier quasi die Ex-Gouvernante von Emma, die am Anfang des Films verheiratet wird mit Rupert Graves. Mhm. Und weil nämlich ich sah sie und dachte die ganze Zeit, wer zur Hölle ist das? Ich kenne sie doch. Und dann dachte ich, oh, deshalb habe ich es nicht erkannt. Ich bin es viel eher gewöhnt, dass sie im grauen Leder versucht, ihren schwanzlosen Bruder zu retten. Ja, genau, müssen wir kurz anmerken, Jemma Whelan ist größtenteils bekannt aus Game of Thrones als Yara Greyjoy. Yara oder Asha Greyjoy, genau. Ja, sie haben ja den Namen geändert im Deutschen. Genau. Also, nee, Quatsch, sie haben den Namen im Original geändert, im Deutschen haben sie ihn stehen lassen, so. Ah, oh, okay, verstehe. Ist ein bisschen verwirrend, ja. Aber das war halt, das fand ich dann halt doch ein bisschen lustig. Aber andere Darstellerinnen auch, wie Amber Anderson und Miranda Hart, die bekommen ihren Raum. Mhm. Da kommt eine, irgendwann tritt Tanya Reynolds auf, was mich total irritiert hat. Denn diese Schauspielerin, wenn ihr die mal, look it up, Tanya Reynolds, sie sieht exakt so aus wie Alita, nur nicht CGI. Okay. Das war wirklich ein sehr merkwürdiges Erlebnis, sie dann zu sehen. Ich dachte, Moment, irgendwie, sie kommt mir so bekannt vor, aber. Aber nee, es war einfach nur, sie sieht lustigerweise Alita sehr ähnlich aus Alita Battle Angel. Okay. Und dann haben wir selbstverständlich noch Bill Nighy. Mhm. Der hat eher sparsame Auftritte. Das Witzige ist, sein erster Auftritt ist der Shot aus dem Trailer, wo er von der Treppe springt. Das ist das allererste Mal, dass wir ihn sehen. Und ist ein sehr dynamischer erster Auftritt. Und er hat im Prinzip diesen. Er ist so ein leichter Hypochondrer, also er macht sich sehr über seine Krankheit Sorgen. Es gibt eine wundervolle Szene, wo er ausrastet, weil es schneit. als deine Mutter starb, hat es geschneit und so. Mhm. Und er hat nicht besonders viele Szenen, aber die er hat, die oft hat er nicht mal wirklich Dialog, aber es reicht schon irgendwie so eine kleine Geste und es ist witzig. Also er bringt ganz wundervoll seinen kauzigen Charme damit rein und wird absolut nicht verschenkt hier. Ja, Bill Nighy ist auch so ein Scene-Stealer schon immer gewesen. Ja, absolut. Also auch in, weiß ich nicht, selbst so einem Episodenfilm wie Tatsächlich Lieber hat der teilweise wirklich allen die Show gestohlen. Oh, so fantastisch. Ja. Das ist ein wahnsinnig britischer Cast, muss man wirklich sagen, ne? Natürlich, klar, ist britische Geschichte. Also Rupert Graves, den kennt man ja wirklich. Das ist so eine typische Universal Working Title Films Produktion einfach, ne? Ja. Also wir haben auch Tim Bevan und Eric Fellner als Produzenten. Ja. Also es fehlt eigentlich nur noch Emma Thompson. Stimmt, ja, sie ist wirklich die Einzige, die man hier vermisst. Ne? Ja, absolut, genau. Genau. Das ist, aber ich fand es schön, dass man auch einige eher unverbrauchte Gesichter hatte. Ich kannte Johnny Flynn vorher nicht zum Beispiel. Na, der scheint ja The Mist ziemlich durchzustarten, ja. Habe ich jetzt gerade gesehen. Der wird The Mist den jungen David Bowie spielen. Nice. Das ist eine ziemlich coole Wahl. Und dann haben wir, wen ich vergessen habe, ist Josh O'Connor als der Vikar Mr. Elton, welcher sich zu Anfang sehr für Harriet zu interessieren scheint. Mhm. Und vielleicht auch für Emma, wer weiß. Und er ist eigentlich der Scene-Stealer hier. Er hat so eine unfassbar tolle Performance. Er hat auch geniale Manierismen. Es gibt eine großartige Szene, wo ein Bild enthüllt, welches Emma gemalt hat. Und es ist einfach unfassbares Timing. Also der ganze Film lebt eigentlich von diesem Timing. Das einzige Casting, was mich rausgerissen hat, ist, es gibt zwei Diener im Haus von Emma, welche ganz oft mit Bill Nighy abhängen und die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund sind. Einer davon wird gespielt von Angus Imrie. Und falls einigen Hörern dieser Name bekannt vorkommt, er war einer der Hauptfiguren in Wenn du König wärst. Okay. Er spielte dort den jungen Merlin und war dort der absolute Scene-Stealer. Und hier hat er nicht ein Wort Text. Er ist wirklich die ganze Zeit nur im Hintergrund und trägt Sachen oder steht an Türen. Und da denke ich mir, das ist Angus Imrie. Warum hat er diese Rolle? Ich hatte jetzt noch, ich hätte noch zwei Fragen. Zum einen zum Regisseur. Das ist ja ein
ja, eigentlich ein Neuling und doch nicht ein Neuling, nämlich Autumn D. Wilde. Ich konnte kaum glauben, dass es tatsächlich ein Mann ist. Ob sein Film eher im Herbst hätte rauskommen sollen, darüber kann man streiten. Es ist kein Mann, das ist eine Frau. Bist du ganz sicher? Hier ist ein Mann abgebildet. Absolut. Okay. Nee, das ist nur ein Clip aus einer der Projekte. Ach so, gut. Das ist Autumn D. Wilde ist eine Frau. Okay, ich habe mich schon gewundert. Dann halt eine Frau. Gut, das schneiden wir jetzt hier nicht raus, weil es passt ja auch irgendwie zum Thema. Die scheint jetzt hier wirklich ihr Langfilmdebüt erstmals abgeliefert zu haben, weil wenn man so den Blick schweifen lässt, die hat ja eigentlich nur Musikvideos und Kurzfilme gedreht. Schwappt das denn hier irgendwie so ein bisschen rein ästhetisch? Weil ich meine, so Kostümdrama, Gesellschaftsdrama, das ist ja ein relativ, ja eigentlich konservatives Pflaster. Hast du denn den Eindruck, dass sie da irgendwie so einen gewissen modernen Einfluss vielleicht mit reingebracht haben könnte? Was vor allem rüberschwappt, ist, dass sie tatsächlich eine sehr erfolgreiche Fotografin ist. Mhm. Da aus dem Bereich kommt sie auch. Sie hat nämlich tatsächlich das Posterart für den Film selbst fotografiert. Und was man merkt, ist, sie hat ein fantastisches Auge. Das ist ein unglaublich schön gefilmter Film. Mhm. Von Anfang an fällt einem das auf. Die Farbgebung, ich glaube, sogar eine ihrer Referenzen war, sie wollte auch irgendwie von dem Kameramann, der Film soll so aussehen, als wäre es eine Süßigkeit, die man essen kann. Mhm. Und so, und das kommt sowas von, auch die Art und Weise, guckt diesen Film nicht, wenn ihr irgendwie auf Zuckerentzug seid, denn die Art und Weise, wie hier die Süßspeisen dargestellt und verschnabuliert werden, ist ganz, ganz großartig. Und man merkt in dem Sinne, dass es so der erste Langfilm ist, weil er ist halt wirklich, er hat so ein klein bisschen Überlänge und man hat so, weiß nicht, so knapp so ein bisschen in der Mitte das Gefühl, ist so leicht entgleitet ihr das so ein kleines bisschen. Also es reicht so ein bisschen rein, wo man denkt, eigentlich braucht diese Geschichte nicht wirklich 2 Stunden, 90 Minuten wären ja absolut vertretbar, mehr als vertretbar eigentlich. Mhm. Aber es ist halt, ich denke, das sind so die allerersten Risiken. Was allgemein, was nämlich auch sehr auffällt, nämlich auch schon im Trailer, dieser Film ist visuell sehr inspiriert von Wes Anderson. Ja, auch so die Symmetrie schon, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, der Trailer war exakt so geschnitten, es gibt viele symmetrische Shots, es gibt oft sehr kontrollierte Kameraarbeit mit so Lateral Tracking Shots und so. Sehr symmetrische Einstellungen oft von Charakteren. Der einzige Unterschied ist, hier verkommt das nicht zu dieser vollkommenen Künstlichkeit und die Schauspieler, denen wird tatsächlich erlaubt zu schauspielen miteinander, anstelle in diesen irgendwie disconnecteden Shots irgendwie schnell aufeinander zu reagieren. Weil das stört mich in letzter Zeit ein bisschen an Wes Anderson. Weil er macht eigentlich keine Filme mehr, sondern es sind nur irgendwie diese Demo-Reels, so look how cocky I am. Mhm. Auch wenn ich es mag, auch wenn ich die letzten Sachen noch mal, aber der Trailer zu dem neuesten Film, wo ich dachte, ich habe den schon gesehen, ich brauche den gar nicht mehr zu gucken. Ich weiß exakt, wie das ausspielen wird. Ja, wie Stu das immer gerne sagt, Wes Anderson ist für ihn ein Geodreieck-Regisseur. Schöne Grüße an den Kollegen. Ja. Aber hier ist es wirklich sehr inspiriert. Auch sogar der Film wird unterbrochen mit so Standbildern von der Tapete und davor stehenden Jahreszeiten. Mhm. Also es ist extrem Wes Anderson inspiriert, ohne dass man jetzt aber denkt, oh, das ist ein Abklatsch. Es hat trotzdem noch viele von diesen eigenen Sachen. Und das ist eben die Comedy tatsächlich, weil es gibt hier einige ganz wundervolle Lacher und das meiste kommt aus Dialog, vieles kommt aus Reaktionen und eben der Bebilderung von dem Alltag dieser Menschen, denn ein Alternativtitel zu diesem Film könnte sein Little White Women Problems, weil es ist wirklich, der Name war schon vergeben. Genau, weil man muss sich darauf einlassen, dass dieser Film in Kreisen spielt, wo die größte Besorgnis ist, oh, welches Hutband suche ich mir aus zu diesem Kaffeekränzchen oder so. Mhm. Weil es spielt in Kreisen, wo Es ist Gossip, es ist halt, oh, wer könnte wohl mit ihr anbandeln, und so. Und man muss das im Vorfeld, glaube ich, wissen, weil man sich sonst denkt, warum zur Hölle sollte ich diesen Leuten zusehen, die eigentlich überhaupt keine Sorgen haben. Aber der Film bringt das auf eine so charmante Art und Weise rüber, dass man wirklich auch berührt wird davon. Und man findet es, ich fand es durchgehend lustig und sehr, sehr, sehr mitreißend sogar am Ende, wo ich dann auch dachte, ach Gott, das geht jetzt doch teilweise in Richtungen, ich meine, ich wusste ungefähr, worauf es hinausläuft, aber die Art und Weise, wie Charaktere reagieren, war dann doch sehr überraschend. Okay, dann hätte ich nur noch eine Frage eigentlich, wenn wir jetzt schon unter uns Score-Geeks sind. Du hast ja wahrscheinlich auch auf den Score geachtet, also auf die Musik, auf den Soundtrack. Und da fand ich zum einen kurios, also es gibt ja 2 Komponisten. Mhm. Zum einen David Schweitzer, keine Ahnung, er kommt aus London, also er David.
Und der kommt wirklich lupenrein aus dem TV-Bereich. Und was mich halt wirklich sehr belustigt hat, der vorher die Musik zu einer Bob der Baumeister-Serie noch gemacht. Das ist noch keine 3 Jahre her. Ja. Und die Hauptkomponistin wahrscheinlich des Ganzen ist aber die Isobel Waller-Bridge. Und der Name ist wohl kein Zufall. Das ist nämlich, glaube ich, die ältere Schwester von Phoebe Waller-Bridge, ne? Ja, genau, sie ist die Schwester. Kennst du irgendwas von der schon? Ich habe noch nie was von den beiden gehört vorher, nein. Mhm. Deshalb bin ich da offen rangegangen, wo ich mir dachte, was zur Hölle werden die hier wohl abliefern und so. Also ich hatte da wirklich nicht große Erwartung, außer wird es vielleicht so klingen wie in anderen Jane Austen-Verfilmungen oder wie Filme dieser Art normalerweise klingen. Mhm. Und das tut es teilweise, aber ich war sehr überrascht von dem Operettencharakter, den die Musik hatte. Weil wir haben ja Tenor und Sopran, welche italienische Arien singen ganz oft. Und was ganz wundervoll in die Themen und so eingebaut ist. Ich war durchweg wahnsinnig angetan von der Musik. Es klingt sehr, sehr schön und leicht und fluffig, mhm, und hübsch orchestriert und wahnsinnig schön eingesetzt. Insgesamt wirklich dieser Gesang ist so, so schön, wirklich mit diesen italienischen Arien, die, glaube ich, auch extra hierfür komponiert wurden. Ab und zu hört man halt auch klassische Stücke, wenn die Charaktere selbst im Film musizieren. Und dann gibt's einen fantastischen Song im Abspann, geschrieben und gesungen von Johnny Flynn, Queen Bee, was eine unfassbar, also ich würde mich nicht überraschen, wenn der eine Oscar-Nominierung kriegt nächstes Jahr, weil das ist ein wirklich, wirklich schöner Song. Und also ich fand die Musik wirklich richtig, richtig toll. Ja, diese Isobel Waller-Bridge, die hat noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich sehe jetzt gerade, sie hat unter anderem letztes Jahr diese leider sehr fürchterliche Black Mirror-Folge, in der Miley Cyrus auftritt, vertont. Ach, die ausgerechnet? Aber, okay. Ja, und vor allem, also die habe ich ja auch noch nicht gesehen, bei der Serie Fleabag hat sie, also eben ja, mit ihrer Schwester dann natürlich. Kann vielleicht gespannt sein, was von der noch so kommen wird. Hast du noch was zum Film oder könnten wir dann auch zum Fazit schreiten? Was ich noch zum Film hätte, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Insgesamt ist es, eigentlich können wir direkt zum Fazit kommen, das kann ich direkt schon alles einbauen. Okay, dann bitteschön. Also ich fand dadurch, ich kannte auch vorher ja das Buch nicht und ich habe keine der anderen Verfilmungen gesehen. Ich bin hier vollkommen frisch rangegangen. Mhm. Und als so ein Newcomer kam ich ziemlich gut rein von Anfang an. Es wird ganz gut gezeigt, wer diese Charaktere sind, wo wir uns befinden und was die Probleme und Wünsche der Figuren sind. Der ganze Cast macht einen hervorragenden Job. Also sind alle grandios. Halt allen voran wirklich Anya Taylor-Joy ist so fantastisch in der Titelrolle. Und der Film ist auf eine Art, ist sehr trocken, aber er ist auch in gewissem Sinne so lustvoll aufgeladen. Es ist so eine gewisse Erotik mit drin, die aber nicht in irgendeiner Form aufdringlich ist. Die Kleider sind wunderschön, allgemein die Kostüme und der Look. Zwischendurch ist, ich würde nicht sagen, dass es sich zieht, aber es gab halt so ein bisschen was, wo ich mir, es war halt in dem Sinne so, wo genau ist hier der erste, zweite und dritte Akt? Damit hatte ich halt ein Problem. Das war so. Typisch für ein Debüt, ne? Ja, genau, die Übergänge waren da irgendwie so ein bisschen fließend, wo ich mir nicht von der Struktur her nicht ganz sicher war, wo wir uns jetzt im Film befanden. Wo ich dann deshalb dachte, ist das jetzt hier das Ende vielleicht? Ah, okay, ja doch. Aber es ist durchweg, ich fand, es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Das ist ein Film, der meiner Mutter garantiert sehr gefallen würde, weil sie mag halt eben auch sowas wie Stolz und Vorurteil gerne. Aber ich würde nicht wirklich halt ihn beschreiben, oh, das ist ein Mama-Film. Es ist halt wirklich ein Film, für den könnte jeder gucken. Jeder gucken und in irgendeiner Form würde er garantiert etwas daraus mitnehmen. Es sei denn, er stößt sich daran, dass es halt, ja, im Prinzip halt, es sind diese reichen, weißen Menschen, die halt da ihre hochnäsigen Kreise pflegen und das ist nicht wirklich viel los im Sinne von, oh, diese große, unfassbar übergreifende Handlung und so. Aber ich fand's durchweg wirklich schön und gebe dem Film deswegen 4 von 5 Punkten. Oh. Oder ich sag jetzt mal, würde ich lieber mal sagen, Blumenhäubchen. Kriegt 4 von 5 Blumenhäubchen von mir und ich bin sehr gespannt, was diese Regisseurin als nächstes macht und hoffe auch mit dem Rest des Casts, mit denjenigen jedenfalls, die halt noch nicht so mega groß sind, geht's auch schön weiter. Und ich hoffe, dieser Film reiht sich dann auch neben, ich glaube, dem wurde so ein bisschen auch von Little Women die Show gestohlen, könnte gut sein. Aber ich hoffe halt vielleicht, dass Little Women sogar vielleicht den Weg eher geebnet hat dafür, dass noch mehr Leute, oh ja, und jetzt möchte ich noch einen Film sehen, der auch so ein bisschen halt in die Richtung geht, so in diesem Sinne. Obwohl dieser Film natürlich eine andere Art von Film ist noch, aber es ist trotzdem halbwegs ähnlich. Ja, der kommt deutlich ironischer rüber, auch schon im Trailer. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist ein Ironiefest. Man sollte keine Lachparade erwarten, aber es ist halt, es ist ein sehr feiner, fieser
detaillierter Humor, den sie hier durchweg rüberbringen. Es gibt einige, die wirklich, die Reaktionen sind fantastisch. Und das Timing ist so gut. Teilweise auch exakt mit der Musik abgestimmt. Es gibt da wirklich schöne Momente. Okay, ja, dann wären wir soweit durch. Macht euch gerne ein eigenes Bild. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr das natürlich gerne in den Kommentaren ablassen. Ansonsten, Emma, könnt ihr jetzt schon im Kino sehen, selbst wo wir das hier schon aufnehmen, und ihr werdet es wahrscheinlich noch ein paar Tage später erst bekommen. Aber sei es drum. Lasse, war wieder mal schön, und ja, ich würde sagen, damit ziehen wir uns die Hutbänder zurecht und schreiten zum nächsten Podcast, oder? Das tun wir, absolut, sehr gerne. Häubchen zurechtgeschnürt, Kleider gerafft und aufpassen auf die schlammigen Straßen. Krönchen richten. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tele-Stammtischs. Ich bin der Torben und ich habe heute etwas Verstärkung hinzubekommen, nämlich die Herren Michael, Patrick. So, und wir haben uns zu dritt einen Film angesehen. Die Farbe aus dem All, The Color Out of Space. Nach einer Romanvorlage von H.P. Lovecraft, ein Fantasy-Thriller mit Fantasy-lastigerem Input, würde ich mal anschließen. Kinostart ist der 5. März 2020, FSK 16, die Filmlänge beträgt 1:38. Drehbuch hat Richard Stanley gemacht, der unter anderem den sehr trashigen DNA Insel des Dr. Moreau mit unter anderem Marlon Brando gemacht hat. Am Drehbuch gearbeitet haben Scarlett Amaris und auch Stanley, also Richard Stanley dann, Produktionsland natürlich USA, Produzenten Noah Daniel, Josh C. Walter, Lisa Wallen und Elijah Wood. Ja, genau der. Und mitwirkend sind unter anderem Nicolas Cage, Jolie Richardson, Madeleine Arthur und Tommy Chong. Und ja, worum geht's? Eine Familie, die von Nicolas Cage, sind dem Stadtleben des 21. Jahrhunderts entronnen und züchten nun Alpakas auf ihrer Farm, als eines Tages ein Meteorit kurz zu ihrem Haus einschlägt, der eine seltsame, fluoreszierende Farbe ausstrahlt und sehr schnell zu schmilzen beginnt oder sich mit der Umwelt zu verschmelzen scheint. Und so langsam aber sicher merkt Familie Gardner, dass die örtliche Flora und Fauna sich zu verändern beginnt, einschließlich ihnen. Und damit ist auch die Grundstory erzählt. Genau. Haut mal raus, wie hat euch so der Film gefallen? Ich fand ihn sehr interessant und lustig. Ich war durch die Kombo Nicolas Cage und Lovecraft gespannt, weil da wirklich zwei Wahnsinnige aufeinander prallen. Und schon allein deswegen hatte ich den Film auf meine Liste gesetzt. Und ich mochte auch seinen letzten Film Mandy sehr. Deswegen und nach dem Trailer, ich war da richtig angefixt und hatte Bock auf den Film. Auf jeden Fall. Wie ging's dir, Michel? Also ich muss sagen, der Trailer hat mich ja ganz schön abgeturnt, weil der so actionmäßig aussah und so. Also das war so richtig. Ich habe gedacht, die haben einen Actionfilm draus gemacht aus die Farbe aus dem All. Und dafür hat er mich dann wieder tatsächlich erstaunlich abgeholt, weil er eben doch nicht nur Krach-Bumm war die ganze Zeit, sondern eine ziemlich coole Atmosphäre hat und sehr, sehr, ja, also diese ganze morbide Stimmung, die das ausstrahlt, das kam eigentlich ganz gut rüber. Also ich war positiv überrascht. Durchaus, also das muss ich auch sagen. Der Film hat mich auch überrascht. Es sah im Trailer ein bisschen trashig aus, also wusste man so ungefähr, woran man ist. Aber das hat der Film sehr gut zu tragen gewusst. Und er braucht ein bisschen, bis er in die Puschen kommt. Aber wenn der hier und da mal anfängt, hat der schönen Horror drin. Also da hat er ein paar schöne, frische Ideen auch drin. Ich sag nur, Junge spricht mit Brunnen oder Mutter beim Karottenschneiden. Da hat er echt ein paar feine Ideen und er wird auch teilweise echt eklig. Also an Gore sparen sie auch nicht in einigen Szenen. Tierfreunde sollten sich ein bisschen überlegen, ob sie sich diesen Film angucken. Ja, und auch Leute, die keinen Body-Horror abkönnen. Ja. Da war ich sehr begeistert, dass endlich mal wieder so ein bisschen handgemachter Body-Horror im Kino, also beziehungsweise auf einem Film vorkommt. Das hat man schon so lange nicht mehr. Das stimmt so. Auf jeden Fall. Seit David Cronenberg keinen Bock mehr hat auf das Genre, ist das irgendwie auch ausgestorben. Und jetzt kam da endlich mal wieder ein bisschen was, wo ich dann zwischendrin echt mal so ein bisschen Gänsehaut gekriegt habe, allein durch die Vorstellung. Ich weiß nicht, ob wir spoilern sollen, vielleicht am Ende ein bisschen hin, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich anspiele. Es gab auf jeden Fall einige richtig schön hässlich gemachte Viecher, die einen schon so eine leichte Gänsehaut gemacht haben. Man muss jetzt dazu sagen, diese
die Story dazu, die ist 1927 entstanden. Und die ist so ein leichter Kontrast, weil Lovecraft war im Prinzip wie so ein alter, verrückter Onkel, der dir die Story am Lagerfeuer erzählt. Der hat vieles der Vorstellung überlassen und dem steht jetzt da dieser Creature-Horror von dem Film entgegen. Die Story war ja gerade wegen diesen ganzen Unvorstellbaren, was ja bei Lovecraft immer so das Thema ist, deswegen so gruselig, weil deine Fantasie war kränker, als man sich das hätte sonst wie ausmalen können. Genau. Und jetzt hast du hier eben dann Leute, die haben sich wirklich bemüht, da schön kranke Viecher da einzubauen. Und das ist ihnen teilweise schon richtig gut gelungen. Mich hat's nur ab und zu dann rausgerissen, wenn du dann Nicolas Cage dann mit der Schrotflinte rumlaufen siehst, ja, dann ist kurz die Atmosphäre dann doch eben gebrochen, weil... Ja, ist aber so, Nicolas Cage wäre jetzt auch nicht der Schauspieler gewesen, den ich für so einen Stoff als erstes gesetzt hätte, weil er dann doch teilweise ein bisschen zu laut und zu over the top ist, wie halt fast immer, wenn er irgendwas spielt. Aber es ging noch, finde ich. Er hat sich ein bisschen zurückgenommen. Und für seine Verhältnisse. Ja, für seine Verhältnisse. Und er ist ja nicht mal die Hauptfigur im Film. Also er ist eine der Hauptfiguren, aber die Protagonistin ist eine andere, würde ich jetzt mal behaupten. Das stimmt, zu der kommen wir noch, weil ich habe zu dir eine Theorie noch gehabt bis kurzem und die habe ich irgendwo immer noch, aber warte was ab. ja, Nicolas Cage, der war, man kann es eigentlich, Leaving Las Vegas, hat einen Oscar für gekriegt. Er ist nicht immer ein Garant für gute Filme. So eine goldene Ära war natürlich die 90er, hier The Rock, Con Air, Fels der Entscheidung war The Rock. Und Face Off im Körper des Feindes, genau. Also der Mann wusste immer zu unterhalten, das weiß er auch hier. Welche Richtung das jetzt hier einschlägt, bleibt jedem selber überlassen. Also wenn er einen Slam Dunk mit der Tomate macht oder eine Stunde lang oder sagen wir eine Minute lang sein Auto anschreit von innen dagegen hämmert, hat das gewissen Unterhaltungswert auf jeden Fall. Aber das reißt halt raus, weil der Nicolas Cage ist so in der Hinsicht dann für mich wie Johnny Depp, der dann nicht mehr von der Rolle von Jack Sparrow runterkam und Nicolas Cage ist jetzt der ewige arme Irre. Ja, sag mal so, ich habe jetzt tatsächlich mir kurz bevor wir hier jetzt aufgenommen haben, nochmal das Hörbuch angehört von Die Farbe aus dem All und das ist ja wirklich ein sehr, sehr ruhiges und sehr, sehr langsames, eine sehr, sehr langsame Geschichte, in der eigentlich gar nicht viel passiert, außer dass der da anderthalb Stunden beschreibt, wie diese Farm und die Leute, die da drin wohnen, alles im Bach runtergeht und alles mutiert und dirbt und weiß der Geier was. Du hast hier im Vergleich zu anderen Lovecraft-Stories auch sehr viel Naturbeschreibung. Nach und nach zerfällt die Natur, nach zerfallen die Tiere und nach wird die Familie so richtig fertig gemacht und auseinandergerissen in jeder erdenklichen Art und Weise. Genau. Wirklich, die Geschichte ist wirklich sehr ruhig. Es ist echt das schleichende Chaos, das kosmische Grauen, was nie so ganz greifbar ist. Aber wie du schon richtig gesagt hast, das ist typisch Lovecraft. Es ist immer alles unaussprechlich, unvorstellbar, zyklopisch, monströs. Zyklopisch, also, genau. Ja, die zyklopischen Städte und die große Zitadelle von Rillier und so weiter. Aber ja, es ist hier stellenweise auch sehr ruhig erzählt. Aber der Film macht auch ganz gern mal Tempo bei einigen Stellen. Also ich habe von diesen ruhigen Stellen und auch dieses ganze Eklige, wo man sieht, wie so langsam die Tiere da mutieren und die Pflanzen und so, davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt tatsächlich. Oh ja. Also es gibt ja gerade gegen Ende, also sagen wir so, am Anfang gibt es so ein paar Effekte, wenn so diese Gottesanbeterin, die sie da zeigen, diese Tentakeln und so, da habe ich gedacht, oh, jetzt kommt wieder die CGI-Keule und alles wird mit computergerenderten Viechern gemacht und den Fehler, den zum Beispiel das S-Remake schon gemacht hat, dass er jetzt auch so, ne, so, dass man so deutlich sieht, dass es aus dem Rechner stammt und so. Aber der Film kriegt ja irgendwann total die Kurve und setzt dann auf einmal auf so handgemachte Sachen und da kann ich dann tatsächlich, und das ist ein großes Kompliment, so The Thing Vibes. Und zwar das Original von Carpenter. Und da habe ich gedacht, hoppla, habe ich mich dann nochmal so aufrecht von Fernseher gesetzt, so, okay, jetzt bin ich dann doch nochmal eine Nummer mehr interessiert. Das ist ein gutes Stichwort. Ich sag nur die Dachbodengeschichte am Schluss. Genau. Ja. Und auch die Kreatur, wie sie mit so einigen Sachen verschmilzt und immer ekliger wird, das ist auch so typisches Thing. Das ist ja auch mit allen möglichen Verschmolzen.
Ja, genau, sagen wir so, es ist ja doch schon ein bisschen anders als die Romanvorlage. In der Romanvorlage wird ja die Frau, also Frau Gardner, wird ja einfach nur erst wahnsinnig und verzombifiziert und verwest dann irgendwie am lebendigen Leib. So, also es ist schon auch eklig, aber so ist es halt im Buch. Und der Film hat sich da noch ein bisschen was anderes für ausgedacht, sagen wir mal so, weil, ne? Definitiv. Zombifizierte Leute ist ja im Jahr 2020 ein bisschen zu wenig. Und da haben sie noch einen Effekt draufgehauen. Da habe ich wirklich, wirklich geschluckt, weil das ging echt unter die Haut tatsächlich. Allein die Vorstellung war übel. Das war so fies. Du hattest echt Mitleid mit der Mutter zum Teil. Das ist echt so fies. Das war übel. Aber hätten sie das wirklich so gemacht wie bei der Geschichte, das wäre dann ja nach 30, 40 Minuten rum. Also mussten sie so ein paar Schippen drauflegen. Sonst wäre es ein recht gutes Vergnügen gewesen. Das ist halt das Problem mit Lovecraft-Stories, dass die generell sehr schwer verfilmbar sind, finde ich jedenfalls. Also gerade weil er ganz viel mit dem Unausgesprochenen arbeitet oder eben einfach nur Dinge sagt, das ist unaussprechlich grausam. Da kann sich dann jeder selber denken, was da jetzt genau zu sehen ist. Und im Zuge dessen frage ich mich eigentlich auch immer, warum jetzt ausgerechnet die Farbe aus dem All jetzt schon zum zweiten Mal oder noch öfter, warum ausgerechnet die Farbe zum zweiten Mal schon verfilmt wurde, weil das ist ja was einfach nicht darstellbar ist. Eine Farbe, die es in unserem Spektrum nicht gibt. Sie ist unaussprechlich und hier hast du eben wirklich was knallig rosa. Und immer wenn es knallig rosa ist, wird es unangenehm. Genau, es gibt jetzt zwei Verfilmungen von Die Farbe und in beiden Fällen haben sie sich für Knallpink entschieden. Ja, so ein violettes, ich hatte eher mal im Kopf, als ich das erste Mal gehört habe, so ein eher violett pulsierendes Neonlicht, so das aus einem Stein herausglüht, dass sie dann es dann ähnlich gemacht haben und dann noch eine Spur die Pinkfarbe hochgedreht haben, fand ich dann krass, dass sich beide dafür entschieden haben. Ganz kurz nochmal zu der Dachbodengeschichte. In Lovecrafts Buch wird's ja nicht explizit erwähnt, was mit Frau Gardner geschieht. Stimmt, mit Maddie, glaube ich, heißt sie im Original. Hier heißt sie Theresa, aber die Namen wurden komplett alle geändert. Da stimmt ja nichts mehr. Aber in dem 2010 aus Deutschland verfilmten Version von Die Farbe siehst du, wie der Ehemann reinkommt durch den Dachboden. Da sitzt sie da schon oben und ist da nur am Rumschreien und Rumjammern. Mhm. Dann siehst du es aus ihrer Perspektive, wie sie da auf dem Boden rumkriecht und du siehst halt die Kamera, wie sie so am Boden entlang zoomt, hochschaut zu Gardner, dann so zu ihm hingeht und dann läuft Wasser mit so einem dicken Schleimjoghurt oder was, läuft dann so die Linse runter, wo sie es ein bisschen verdeutlicht haben, okay, diese Frau schmilzt gerade. Fand ich eine ganz nette Idee. Ja, das stimmt. Aber dieses Pink hat auch so ein bisschen an diese alte Verfilmung der Blob erinnert, auch genau dieser Farbton. Ja, also man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Also es wird ja dann eben so gemacht, dass irgendwann diese ganze Landschaft und die ganze Fauna um diesen Farm, dass das alles irgendwann diesen fiesen Pinkton hat und dass man sieht, okay, hier ist gerade alles verseucht, von der Farbe. Aber es ist halt pink, Es ist halt jetzt nicht sonderlich gruselig. Ich weiß nicht, ob es mit irgendeiner anderen Farbe besser funktioniert hätte, aber naja. Ich finde es im Buch halt schlüssiger erklärt, dass sie dann sagen, ja, hier, da ist das Wasser auch verseucht und deswegen sind sie so ein bisschen lethargisch. Das kommt im Film dann halt so gar nicht rüber. Ja, wir erfahren, dass das Wasser verseucht ist in einem Nebensatz quasi. Mhm. Im Buch ist es definitiv präsenter auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Es gab noch so zwei, drei Sachen, ich hätte prinzipiell gern mehr von diesem ganzen Mutationskram gehabt. Da hätten sie ruhig ein bisschen mehr Fokus drauf legen können, allein weil das am meisten gewirkt hat, zumindest bei mir. Dann waren so zwei, drei Stellen, wo ich mich gefragt habe, was wurde eigentlich aus Person XY? Ne? Also die Familie wird ja so nach und nach wegdezimiert und da war es zum Beispiel der Hund, frug ich mich, was war mit dem Hund? Den hätte ich gern nochmal wieder gesehen. Gerade weil ja der Film so etabliert, dass jeder, der mit dieser Farbe in Berührung kommt, irgendwie dann unschöne Dinge passieren und der ist halt irgendwann einfach weg. Und auch so das ein oder andere Familienmitglied, weiß man nicht so genau, was wurde eigentlich aus denen. Das war so ein bisschen schade. Da finde ich es ganz gut, dass ich den Hund nicht gesehen habe, weil ich mag es nicht, wenn Hunde in Filmen, wenn das zu krass gezeigt wird, dass die sterben. Ich habe generell ein Problem damit, dass sie, wenn Hunde in Filmen sterben, da geht es mir, glaube ich, wie vielen, aber auch nur, weil ich selbst Hundebesitzer war. Ja, bin ich auch, aber wenn sich ein Film das erlauben kann, dann Lovecraft-Film. Ja, wenn schon da auf die Fresse, dann richtig. Und vor allem, wir haben hier The Thing online und bei The Thing, da geht halt auch ein Hund drauf, also hätten sie das da
schon irgendwie... Nicht nur ein Hund. Ja. Steht drauf, ein ganzes Rudel von Schlittenrunde. Ich sag nur Berge des Wahnsinns. Ja. Da bin ich ja aktuell am Hörbuch, also dank für den Spoiler. Da sind vorher schon Hunde gestorben, die sind eine Eisspalte runter, also von daher... Die Hunde sind jetzt wirklich nicht wichtig bei Berge des Wahnsinns. Das ist kein großer Spoiler. Ist kein großer Spoiler, glaube ich. Okay. Da gibt es einen Scheiß. Nee. Was ich noch erwähnen würde, ist der Soundtrack tatsächlich, den fand ich ziemlich cool. Das ist zwar fast die ganze Zeit so ein, fast schon so ein Soundteppich, aber auch so die ganze Zeit mit so einem, ja, ich weiß auch nicht, so ein, sorgt die ganze Zeit für so eine mysteriöse Grundstimmung. Also der Soundtrack. So psychedelisch, so ein bisschen. Ja, genau. Auch so ein bisschen 80er-Synthi-mäßig angehaucht alles, aber das war schon cool. In diesen Momenten, wenn der Sound auftritt, hat er echt seine Momente, auch wenn die dieses Farbenspiel machen, wo es nicht nur The Thing Online gab, sondern auch Poltergeist gibt es ein paar Sachen, die darauf hinweisen, Tanz der Teufel so ein bisschen und auch vergleichbar mit Annihilation auf Netflix, mit Natalie Portman. Da hat er echt seine Stärken. Man muss jetzt dazu sagen, fairerweise, Lovecraft war neben Edgar Allan Poe einer der ersten. Und im Prinzip haben die wir jetzt hier nennen, von ihm ganz gut abgekupfert. Und jetzt sagen wir, hör, jetzt, das wirkt wie The Thing und so. Dabei ist das alles, wo das Urböse erweckt wird, irgendwie von Lovecraft inspiriert. Ja. Dass wir das jetzt so drehen, ist schon irgendwie leicht zynisch. Ja, natürlich, das ist halt, die haben mich sicher alle inspirieren lassen davon. Deswegen natürlich. Kommt halt, wenn man jetzt die Lovecraft-Bücher nochmal nachholt, dann denkst du irgendwie, ja, das habe ich da schon gesehen, das habe ich da schon gehört und so. Aber klar, das ist halt so ein bisschen der Grundstoff, aus dem dieser ganze Horrorkram sich da bedient. Trotzdem hätte ich gern die ein oder andere Verfilmung mehr von seinen Büchern, weil da durchaus noch ein paar dabei sind. Das ist aber umgekehrt genauso, dass wir hatten im Vorfeld schon kurz drüber geschnackt, über Alien oder Alien vs. Predator, auch über Prometheus, wo sie das Grundsetting eigentlich immer wieder haben, dass die Menschen mit irgendwas von außerhalb konfrontiert werden und ab da es nicht mehr kontrollieren können und dann diese Umgebung einfach nur die Menschen fertig macht oder tötet oder sie verstümmelt oder ähnliches. Und Natur schlägt Grundstory, zurück quasi. Genau. Wenn der Mensch sich weiter so weit vorwagt in Sachen, wo er nichts verloren hat, dann wird er unausweichlich daran scheitern und zugrunde gehen. Ja. Aber der Mensch ist nun mal der Mensch und der hört nicht auf, wenn es weh tut, sondern erst, wenn dir erst ein Arm fehlt oder sowas. Ich finde auch diese Story dazu, das ist bisher so mit die beste beziehungsweise die flüssigste Story von Lovecraft, die ich bisher gelesen habe. Da war mal kein Rassismus drin, da war er wirkte relativ frisch für sein Alter und es war nicht nur eine einzige Person, die da dem Wahnsinn verfallen ist, sondern das war wirklich eine ganze Familie. Und dadurch wirkt es eben abwechslungsreicher, dass es nicht nur aus der Sicht von einer Person, sondern dass man da ein bisschen ein größeres Spektrum abgebildet hatte. Mhm. Also ja, allen, die da mal bei Lovecraft reinlesen wollen, ich würde sogar sagen, das ist mit so seine einstiegsfreundlichste Storyline. Das kann sein. Und lustigerweise, weil das ja kaum eine Story hat sogar. Ja. Geht ja im Wesentlichen quasi nur die Beschreibung, wie die so alle nach und nach da zugrunde gehen. Aber eine richtige Handlung hat das ja eigentlich gar nicht. Aber es inhaliert wirklich diese Essenz von Lovecraft. Hm. Das, was bei ihm alles ist. Und das dann in wenigen Seiten, da hast du mal nicht so ein Mammutprojekt, das dich erschlägt, sondern du hast was Schönes, Kurzes, Knackiges. Und kannst da entweder jetzt im Hörbuch oder in dem Buch reinlesen und um dann festzustellen, ob dir das auch überhaupt liegt. Ja, ich glaube, es war auch bei mir also ein Einstiegswerk. Ich weiß nicht, ob es das allererste war, aber das war so eine der Einstiegsdrogen. Und das Zynische an der ganzen Sache ist jetzt, wenn ihr ins Kino geht und ihr esst vielleicht jetzt noch was, dann habt ihr für den Film mehr Geld ausgegeben, als Lovecraft für die Story verdient hat, weil er hat wirklich nur $25 für diese Geschichte bekommen, die er damals für ein Science-Fiction-Magazin geschrieben hat. Und er musste diesen Verlag mehrmals abmahnen, weil die ihm auch diese $25 nicht zahlen wollten. Ja, der hat ganz schön rumgekrebst zu Lebzeiten. Mhm. Also. Ja, er hat auch Hugo the Red genannt, den Verleger. Und ich habe dann noch gelesen, dass Lovecraft da wirklich unter sehr ärmlichen oder
nicht runtergekommenen, aber unter sehr sparsamen Verhältnissen gelebt hat. Also seine Monatsmiete hat damals so 50 bis 60 Dollar gekostet. Es war ja eh ein seltsamer Mensch, glaube ich, Lovecraft. Das war so ein Eigenbrötler, der ganz viel fast nur zu Hause gewohnt hat und irgendwie sich eine Zeit lang nur von Süßigkeiten ernährt hat und total menschenscheu und auch so xenophob war ganz viel. Also der hatte generell eine Grundangst vor dem, vor allem Fremden. Das schlägt sich auch in seinen Romanen da wieder. Das hat alles, was... Du mal die Straße lesen, da kommt das mit am krassesten durch. Ja, alles, was fremd und ungewohnt ist, ist halt gleich böse. Ja, und das, er hatte auch vor allem Angst vor Meer und er hat Cthulhu dadurch erschaffen. Genau. Und wer die Story kennt, das Ding auf der Schwelle. Da kommt ein Charakter vor, das ist so der Freund des Protagonisten, der wird so ein bisschen auch so als kindlich beschrieben und so. Das ist Lovecraft, also der beschreibt sich da quasi selbst. Das macht er aber gerne, dass es immer aus der Sicht eines, ein Charakter ist, der sehr ähnlich ihm ist, zum Beispiel wie der Außenseiter. Und noch Grundelement ist es immer, dass es oft irgendwelche Studenten, Professoren oder Akademiker sind, die dann für diese Cthulhu-Mythos gestellt werden oder Elemente daraus erfahren und merken, dass ihr weltliches Wissen absolut nicht mehr greift, dass sie komplett überfordert sind und dass der Mensch eigentlich nur, man sieht mal nachts bei klarem Himmel raus in die Sterne, wir sind Staubmann, wir können nicht gewinnen. Das war's. Ja. Wir sind eigentlich ein Wimpernschlag der Geschichte, um mal kurz abzudriften, aber absolut. Ich habe damals als allererste Geschichte von ihm Berge des Wahnsinns mir durchgehört, was schon ein ziemliches Klotz ist, damals als Hörspiel vom Gruselkabinett. Und ab da war ich eigentlich ziemlich angefixt. Aber nicht jeder sollte sich gleich so eine Kante geben. Deswegen kam ich ja hiermit an. Genau, sowas wie Color Out of Space oder auch The Dunwich Horror oder auf Deutsch das Grauen von Dunwich sind da einsteigerfreundliche Happen. Und wenn man dann Bock hat, dann kann man sich an Sachen dran wagen wie Berge des Wahnsinns, wie Schatten über Innsmouth oder Flüsterer im Dunkeln und was nicht alles noch gibt. Der Fall des Dexter Ward? Zum Beispiel auch, ja. Ja, man muss halt so ein bisschen jetzt, man darf halt nicht jetzt immer die krassen Überraschungen erwarten, weil halt vieles kennt man jetzt mittlerweile schon aus diversen Werken, die sich daraus bedient haben. Also so ging es mir halt ab und zu, dass er da ewig lange auf einen Twist hinarbeitet und du weißt es halt von Anfang an schon, weil man das halt schon kennt mittlerweile aus der Popkultur, ja, aber dafür kann er ja nichts. Halt, nein, dafür kann er nichts, aber das muss man halt wissen, ja, dass das Ganze schon 100 Jahre alt ist und ja. Dass Rassismus und Xenophobie damals wirklich sehr, sehr weit verbreitet war und, genau. Und das war damals fast schon üblich und Lovecraft, weswegen der Mann zu Lebzeiten sehr rumgekrebst hat, war, er hat sehr wenig gearbeitet, selbst gearbeitet. Er wollte eigentlich nur durch Schreiben Geld verdienen, weil harte körperliche Arbeit war unter seiner Würde, weil er sich selbst so als adelig gesehen hat. Er beschreibt immer wieder in seinen Romanen die georgianischen Bauten. Das sind die Zeit aus der Zeit von König Georg I., also als Amerika gerade aus dem Ei geschlüpft ist und sich entwickelt hat als Staat. Und seine Vorfahren, Lovecrafts Vorfahren, lassen sich zur Mayflower noch hin zurückverfolgen. Deswegen hat er sich als so eine Art Adliger da gesehen, auch amerikanisch-aristokratische Herkunft. Ja, super. Wenn man es so sehen will. Ja, und er selber war so menschenscheu, dass er nie geheiratet hat und ist quasi Er hat geheiratet. Hat er? Ja, ja. Er hat mal eine geheiratet. Aber sie war Jüdin und seine Eltern hatten was dagegen. Aber er war, sie war Hutverkäuferin, die war ziemlich tough, die Frau, und die hat ihm auch ein paar Mal in Allerwertesten getreten. Die war wohl sehr patent, aber die Ehe ist dann doch zerbrochen auf kurz oder lang. Das war nicht zu meistern. Er hat jedenfalls den Namen nie weitergegeben. Er war, glaube ich, soweit ich das weiß, er war der Letzte der Lovecrafts. Seitdem gibt es keine Lovecrafts mehr. Es gibt noch ein paar Phillips aus einem Nebenzweig, aber der Lovecraft-Stamm, der starb so mit ihm aus. Er hatte keine Nachkommen mehr. Ja, genau. Wir schweifen gerade ganz schön ab. Ja. Er ist wirklich so in die Popkultur angegangen, dass selbst wenn du nie was von ihm gelesen hast, du hast die Essenz von Lovecraft schon irgendwie auf irgendeine Art inhaliert. Ja, durchaus. Patrick, du hattest im Vorhinein angekündigt, dass du eine Theorie hast, weswegen man sich immer so unverfilmbare Sachen vornimmt von Lovecraft, die man dann letztendlich verfilmen möchte. Eben weil sie sich da schön an diesem Creature-Design auch austoben können. Und es gab ja schon damals bei Herr der Ringe und so, das waren auch so Werke, die galten als unverfilmbar. Und wenn das dann jemand schafft, dann sind sie umso beeindruckter.
Ja, das Problem bei Lovecraft-Sachen ist halt, das hat man ja vorhin schon, dass der eben immer ganz viel mit dem Unausgesprochenen arbeitet. Das heißt, das ist bei jedem Leser oder Hörer oder was auch immer, der das konsumiert, entsteht ein eigenes, anderes Bild im Kopf. Und das ist halt irgendwie Glückssache, wenn da jemand das verfilmt und trifft dann halt zufällig genau deine Vorstellung davon. Aber die Chance, dass das eben genauso ist, wie man sich das vorgestellt hat, ist halt sehr gering. Aber du warst gerade noch der gesagt hat, ich hätte gern mehr Monster gesehen. Ja, ich fand ja das, was der Film, um jetzt mal wieder auf den Film zurückzukommen, die Stellen, wie sie es da umgesetzt haben, fand ich auch cool. Deswegen hätte ich davon gern mehr gehabt. Das war jetzt halt Zufall, dass genau meinen Geschmack getroffen hat in dem Fall. Meine Theorie ist eben auch, dass gerade diese ganzen unverfilmbaren Sachen, die haben auch mit den größten Hype, und der Hype, der zieht dann entsprechend auch die Leute an. Also versucht man das und bricht's in der Regel oft auf so leichten Horror-Trash runter. Ja, schade eigentlich. Das ist leider oft so. Ich hätte gerne zum Beispiel die Version von Berge des Wahnsinns von Guillermo del Toro gesehen. Oh ja. Ich hoffe, er kriegt es noch irgendwann gebacken. Das wäre wirklich schön. Ja, die er dann wegen Prometheus ausgerechnet Das wird mittlerweile wahrscheinlicher als Hellboy 3. Dass der jemals kommen wird, der wird eher Mountains of Madness kommen. Ich glaube, der kommt nicht. Nee, Hellboy 3 kommt nicht. Und nach Pacific Rim, was ja auch so ein bisschen Lovecraft-technisch man reinlesen will, oder reinsehen will. Hellboy übrigens auch. Hellboy auch. Er kommt aus einer anderen Dimension. Da sieht man es eindeutig mit Tentakel, dass der mal eine Affinität dafür hat. Aber gut, große Alte und Lovecraft siehst du ja auch in Cabin in the Woods, auch sehr schön unterschiedlich. Ja. Geiler Film übrigens. Bei Hellboy wird es auch immer wieder, werden immer wieder die großen Alten wiederbelebt, auch in den Comics und in den Spin-Offs. Da siehst du immer wieder urgroße Tentakelviecher aus anderen Dimensionen, die dann die Welt platt machen. Und er kommt ja auch aus dieser Dimension. Beim ersten Hellboy sehr präsent auch dann, ja. Und ja, zurück zum Film noch mal ganz kurz. Wollen wir jetzt schon in den Spoiler-Bereich gehen oder wollt ihr noch ein bisschen? Ich würde sagen, wir geben erstmal eine Bewertung ab. Jetzt genau. Schon? Na gut. Ja, das bevor machen wir in den Spoiler-Part gehen. Wir haben schon eine halbe Stunde. Genau, bevor wir in den Spoiler-Part gehen. Dann vergeben wir, was machen wir? Tentakel, Stein, nein, wir, Alpakas. Wie viel? Tentakel-Alpakas. Tentakel-Alpakas, sehr gut. Von 5 möglichen Tentakel-Alpakas, was gibt ihr dem Film? Ich gebe 3,5. Sagen wir mal, weil ich fand ihn sehr gut, also überraschend gut, anhand dessen, was ich vom Trailer her gesehen habe. Aber ich sehe noch ein bisschen Luft nach oben, sagen wir mal so. Aber, genau, haut nochmal ein Fazit raus, jeder, nach der Bewertung, bitte. Genau. Ich würde den auch 3,5 Alpaka-Tentakel geben. Cage mit der Flinte und Cage im Overacting-Modus hat mich halt immer wieder rausgerissen. Ab und zu hatte der Film unnötige Längen. Aber wir haben jetzt schon so viele mistige Lovecraft-Verfilmungen gesehen, deswegen war der mal wirklich eine angenehme Überraschung. Und da können sich dann auch Lovecraft-Fans und welche, die es werden wollen, mal gerne dran ausprobieren und vielleicht ihren Erstkontakt damit haben. Durchaus. Ich schließe mich an, eine positive Bilanz. Ich gebe ihm eine solide 3,7. Und wer einen stimmungsvoll aufgebauten Horrorfilm sehen will, den man sich locker auch einen Abend mal angucken kann und zumweilen mit einem schönen psychedelischen Look, zum Teil phosphorizierende, mutierende Viecher sehen will, der ist hier mit diesem Film gut aufgestellt. Und Lovecraft wird jetzt hoffentlich mal wieder öfter im Fokus landen. Der wird ja jetzt schon sehr bald wieder im Fokus landen. D.B. Weiss und David Benioff, die Showrunner von Game of Thrones, die haben sich ja auch in der Lovecraft-Serie angenommen. Also das wird deren nächstes Projekt sein. Mal sehen, wie sehr die Fans dann da... Skeptisch. Da bin ich mittlerweile auch skeptisch, ja. Ja, von einem Jahr hätte ich jetzt noch gejubelt. Aber. Ja, danke schön, geht mir genauso. Es lag aber nicht nur an den beiden. Auch George R. R. Martin hat ja ein paar Lovecraft-Anleihen immer wieder drin in seinem Riesenbuch Westeros. Da gibt es auch gibt es auch die Ebene von Leng, und in den Schatten von Assai gibt es auch uralte Götter. Wenn man denen zu nah auf die Pelle rückt, stirbt man und man wird wahnsinnig. Keiner weiß genau, wie diese Götter heißen. Es gibt auch doch diese Familie, bei der Theon Greyjoy war, die haben auch einen Wassergott gehuldigt und die wurden quasi halb ertränkt, bevor sie dann
waren die Graufreuds in, ja, das, genau, ja. Die glauben ja an den Krakengott so ein bisschen, ja. Mhm, genau. Der Kraken ist das Wappen ihres Hauses. Richtig. Gut, wollen wir noch ein bisschen spoilern? Gerne, jetzt können wir's. Okay, Nerd, Spoiler-Alarm. Wir hatten im Vorhinein ja auf, also es gibt erstmal ein kleines Nebending, die Namen der Originalfiguren, die wurden ja geändert, die heißen eigentlich Vater, Mutter, Nahum und Nebi, Kinder Thaddeus, Mervyn und Sinas, und im Film heißen Vater und Mutter Teresa und Nathan, und die Kinder sind hier nicht die drei Jungs, sondern sind zwei Jungs und ein Mädel, nämlich Benny, Jack und Lavinia. Und um Lavinia geht's eigentlich, weil mit ihr geht das Ganze los. Sie ist nämlich als einzige sehr fasziniert oder sehr interessiert und auch teilweise sehr begeistert mit dem, was da passiert anfangs, dass sie diese Farbe sehr spannend findet und das, was es macht. Sie hatte auch, das fand ich ja lustig, sie hat das Necronomicon als Taschenbuch. Ja, sie hatten wirklich, das muss man dazu sagen, einen ziemlichen Hau, was Okkultismus angeht. Und auch so ein bisschen Metal-Shirts und Pentagramm und sowas. Also die Kleidung ist sehr auffällig, sagen wir es mal so. Ja, es ist so ein Mix aus Emo, Metalhead und Esoterik. Ja. Troller, so Schamanin. Durchaus. Also wie Lennart so ein Wacken-Tourist. So eine, mit der man beim Wacken gerne ein bisschen headbangt, auf jeden genau, Fall. Genau, auf jeden Party Fall. Will. Kleiner Fun-Fact, der Schauspieler Elliot Knight, der schwarze junge Mann, der dann kurz auf die Farm kommt und dann kurzfristig Lavinias Freund wird, der heißt Ward Phillips und kommt aus Providence. Oh, ja. Wer ist da wohl mit gemeint? Ja, okay. Howard Phillips. Ah, ja. Oder Howard Phillips, ne? Howard Phillips Lovecraft. Ja, genau. Auf dessen Grabstein ja auch steht, I am Providence. Ja. Ja, stimmt. Er ist ja lustigerweise im Buch die Hauptfigur. Er ist ja der Erzähler. Ne? Der kommt da in die Stadt genau. Und will da irgendwie, keine Ahnung. Landvermesser, genau. Landvermesser ist er, genau. Und er ist ja der eigentliche Protagonist in der Romanvorlage. Ja, genau. Er interviewt ja diesen alten Abby Pierce, der das Ganze ja miterlebt hat live und der hier eigentlich ein verschrobener Hippie ist und Ezra heißt und eigentlich gar nichts wirklich zu tun hat. Hier. Ja, er war so ein bisschen unnötig, dass er da auftaucht. Weil er war, ja, und mit ihm passiert halt irgendwie nichts. Er war nur kurz der Erklärbär und dann war's das. Und du fragst dich, wieso hilft er der Familie nicht? Da guckt er halt beim Verrotten zu. Im wahrsten Sinne, genau. Wenn du siehst, dass alleine auch, wenn du siehst, dass da was nicht ist, da kommen dann mal zwei Sheriffs an, ein Biologe oder was. Oder nee, es ist ja Phillips, der das Ding da abkratzt und untersucht. Und dann passiert einfach nichts mehr. Und wenn du schon merkst, dass da ein paar am Krepieren sind, dann hol zumindest mal einen Arzt oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, gerade weil das jetzt eben nicht vor 100 Jahren spielt, sondern eben in der Neuzeit. Ja, eben. Wir sind wenn das jetzt vor 100 Jahren gewesen wäre oder vor 200 Jahren, dann kann ich das verstehen. Da ist der nächste Arzt einfach mal sehr, sehr weit weg. Da sind die meisten schon tot, ehe der Doktor überhaupt da ist. Mhm. Aber wir sind hier im 21. Jahrhundert und die Presse kommt dann teilweise noch an und fragt, was ist hier los? Und gut, sie verarschen Nicolas Cage da so ein bisschen auch, also den Nathan, dem sie ja als... Er wird ja als UFO-Zeuge interviewt. Ja, sie haben wirklich in dieser Bauchbinde, haben sie sowas hingeschrieben wie Amateurfarmer und Bourbon-Konsument. Das war auch so geil gemacht, wo der Kleine, ich glaube, der Benny ist es, der kriegt da schon sehr früh einen apathischen Hau und der sitzt dann auf der Couch und Nicolas Cage geht halt zum Kühlschrank und ich dachte, okay, der holt jetzt irgendwie Eis und kühlt den, weil dem Jungen geht's offensichtlich nicht gut. Nein, er macht sich erstmal einen Bourbon, hockt schon hin und ja, Junge, wie geht's dir? Alles okay? Ja, Das wirkte ein bisschen. So wie den Jungen, der dieser Meteoriteneinschlag auch erwischt, da denkst du, ich habe am Anfang da direkt gedacht, okay, der ist weg vom Fenster, so wie das gedreht war, so wisch. Ja, wirklich. Ich dachte erst wirklich, der ist komplett weg. Aber nö, er hat danach nur komplett den Schlag weg und ist apathisch. Ja, ja. Also wir sind jetzt im Spoiler-Bereich. Wir reden jetzt vom kleinen Sohn, ne? Genau. Jack heißt er. Was mit ihm passiert, diese Nummer halt auch, also was ich mit ihm und seiner Mutter, das fand ich so übel. Das ist also gerade, ne, ich weiß nicht, wie es für euch geht, ich bin ja Vater eines kleinen Söhnchens und wenn man sich das vorstellt, oh, übel. Das ist echt eklig. Dass die da miteinander verschmelzen und noch bei lebendigem Leibe da.
Oder auch, wie dass die Mutter halt noch eine Weile die Mutter ist und noch kein Monster ist, weißt du, wo sie da mit dem Wasser, das war so. Und auch diese Geräusche die ganze Zeit, dass die da liegen auf der Couch, die ganze Zeit diese Schmatz und Knochenknack und Schleim. Oder wie sie sich da die Hand halb absäbelt beim Karottenschneiden. Zwei Finger, ja. Ja. Das fand ich aber gut gemacht. Also das. Ja. Ich fand es halt heftig, wie Cage dann das Kind da zur Mutter einsperrt, die da ja schon richtig, richtig mutiert ist. Das macht er ja im Buch auch. Also macht es der Vater auch, dass er halt den Sohnemann, also der jüngste Sohn stirbt sofort, also relativ schnell. Der zweite Sohn wird halt auch wahnsinnig und den sperren sie halt oben ein. In der Nebendachkammer und die brüllen sich gegenseitig an, die Mutter und dieser Sohn, bis der Vater eben checkt, oder es ist vielmehr, dass Abby Pierce, der checkt es, dass die sich unterhalten, dass die kommunizieren in einer fremden Sprache, die du eigentlich kaum aussprechen kannst mit der menschlichen Zunge, nach dem Motto. Und ja, zu Lavinia ganz kurz nochmal. Die Necronomicon-besitzende Tochter von Herrn Gardner. Das könnte, also mit ihr habe ich gedacht, okay, mit ihr ziehen sie noch was auf, weil der Regisseur Stanley hat gesagt, wenn die Farbe aus dem All Erfolg hat, will er nämlich den nächsten Film machen und das ist The Dunwich Horror, das Grauen von Dunwich, in der es eine Figur namens Lavinia Waitley gibt. Und dachte ich mir, okay, entweder ist das ein sehr hartes Vorstellung auf dein nächstes Projekt oder du lässt sie am Leben und ebnest dann quasi so den Stein für den zweiten Teil. Das spielt auch wieder sehr viel auf einer Farm, Landleben, dunkle Mythen und eine Familie, die sich dem kosmischen Grauen verschrieben hat und Yog-Sothoth anbetet. Das ist auch eine dieser Urgötter von Lovecraft. Und die Mutter heißt da Lavinia und sie hat sehr unheiligen Bund geschlossen, sagen wir es mal so. Und legt ja auch nahe, dass Lavinia das hier, dass sie da durchaus nicht abgeneigt ist, sag ich mal. Gerade beim Ende des Films, wo sie sagt, sie will nicht weg, sie lebt hier. Und sie will eigentlich hier bleiben, obwohl die ganze Familie schon draufgegangen ist. Und wie sie dann gar nicht so elendig zugrunde geht wie ihre Familie, sondern sie geht regelrecht darin auf. Sie nimmt das sehr offen hin, wie sie da verpufft. Und am Schluss lässt es ja ein bisschen, na, es ist möglich, das, was zurückgeblieben ist. Aber auch da, bei dem kleinen Sohn sah das auch am Anfang so aus, als wäre der weg vom Fenster. Von daher würde ich da jetzt noch nicht so viel drauf geben. Ja, nö, aber vielleicht war es auch nur hartes Foreshadowing. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich wäre dagegen, dass man das jetzt noch irgendwie fortsetzt. Also sie können gerne noch ein paar Lovecraft-Projekte machen, von mir aus gerne. Aber jetzt nicht so, ich brauche jetzt keinen Lovecraft Cinematic Universe, ja, das muss jetzt nicht sein. Also wenn, dann Einzelfilme, bitte. Bitte nicht überdosieren, genau, sehe ich auch so. Also bitte in wohldosierten Filmen oder von mir aus noch so Miniserien, so à la Penny Dreadful, das ist okay, wo ihr dann so einzelne Arcs behandelt, aber nicht so rauspulvern alles, weil das verschleißt leider auch sehr schnell und das wäre schade darum. Und bitte keinen Lovecraft-Film im Handwackelkamera-Stil, darauf habe ich so gar keinen Bock. Nee, das war so schon ganz nett, auch diese langen Aufnahmen vom Wald und sowas. Das hat schon Stimmung gemacht, also das war so in der Art schon ganz cool. Ja. 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 Gut. Das finde ich doch, war ein Schlusswort zum Ende. Gut. Dann, wir sind sogar noch unter einer Dreiviertelstunde geblieben. Hey, Wahnsinn. Wow. Wir können es noch. Ja, habt ihr noch abschließend was zu sagen? Wie kann man euch noch erreichen? Beziehungsweise, wo seid ihr noch aktiv? Was macht ihr sonst noch so? Ich mach's mal ganz kurz. Webcomics auf sachen-gibts.net und Podcast auf unter Sachbloß. Auch über Filme und Serien und alles andere. Sachbloß. Und bei dir? Ich bin hier beim Telestammtisch öfter vertreten und auch bei den Comic-Cookies, wo der Kollege jetzt fleißig am Schneideraum sitzt und vielleicht in den nächsten Wochen da mal wieder eine neue Folge rausballert. Also folgt den beiden Kanälen und da hört ihr mich dann öfter. Alles klar. Ja, ich bin auch schon seit einer Weile beim Telestammtisch vertreten. Auf Instagram natürlich mit meinem Alltagsquatsch zu erreichen unter der Torben86 und auf Twitter zu finden als BleachTrooper7.
Oder als Dr. Heiter sein Nachbar, ganz simpel. Da poste ich auch allen möglichen Kram, meistens zu Filmen oder Nerd-Kram, beziehungsweise Pen and Paper und so weiter. Halt Sachen, die mir im Alltag Spaß machen. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Restabend. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen natürlich auch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt in unserem Podcast und bis zum nächsten Mal. Ciao. Groß gruseln. Bis dann. Und verdammt, oder wie auch immer das hieß. Ja. Ein schönes Cthulhu-Nagelftagen. Genau. Yeah. Da draußen. Macht's okay. Gut. Ciao. Ciao. Hallo, liebe Telestammtisch-Zuhörer. Wir sind jetzt hier zu dritt. Mein Name ist Max und ich habe mir für die kommende Besprechung zwei der besten Blogger, Vlogger und Schlogger des Telestammtischs eingeladen, nämlich namentlich die Yoshi. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Und den Michael. Guten Tag. So, wir sprechen heute über den Film Deadly Exchange, aka Dangerous Girl, eine tödliche Begierde von der Meisterschmiede Tiberius Films. Der Film, den gibt es schon seit 2017, wird aber jetzt am 5.3. in Deutschland digital erscheinen und ist von dem Regisseur Tom Schell. Dauert 90 Minuten und in den Hauptrollen spielen ja sehr bekannte Schauspieler wie zum Beispiel Lindsay Hartley, Valentina Novakovic, Victoria Konefal und wer Lost noch kennt, die Frau, die Libby gespielt hat, Cynthia Watros. Und ja, die ist jetzt ein paar Jahre älter geworden und hat auch anscheinend ihr Gesicht ein bisschen ramponieren lassen. Und ja, ich weiß nicht, wer von euch beiden will denn was zu der überaus spannenden Handlung dieses Erotik-Thrillers sagen? Ja, ich kann es gerne mal, versuchen. Also wir machen es satzweise. Der englische Titel Deadly Exchange ist eigentlich schon mehr oder weniger die Zusammenfassung des ganzen Films. Also es geht um eine Austauschschülerin, die, das erfährt man schon in den ersten, glaube ich, 60 Sekunden vom Film, einen Mord begangen hat in den USA oder aus England kommt sie, irgendwie, glaube ich, ihren Stiefvater oder was umgebracht hat und jetzt quasi in einem Austauschprogramm in Amerika quasi, ja, mehr oder weniger untertauchen will und da so eine Art sich eine neue Identität oder ein neues Image quasi aufbauen will, um diesen Mord zu vertuschen quasi und ja, und wie sie dann quasi dann versucht, alles und jeden um den Finger zu wickeln, damit sie nicht auffliegt. Das ist so im Wesentlichen der Plot von dem ganzen Ding. Und der Plot funktioniert ja auch sehr gut, denn sie freundet sich ja dann mit der Tochter der Familie an und die Familie hat ja auch ein tragisches Geheimnis. Nee, kein Geheimnis. Wie sagt man? Da ist irgendwie der Vater gestorben, glaube ich. Und ja, irgendwann mal beginnt sie aber dann leider auch, ja, in Amerika das Morden, was dann die Polizei. Ja. Oh Gott, hey, echt. Sorry, ich muss mich zusammenreißen, dass ich hier nicht wieder irgendwelche Flashbacks von dem Film bekomme. Denn ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging, aber mich hat der extrem an The Room erinnert. Und der war irgendwie The Room ohne diesen verrückten Tommy Wiseau-Typen. Also, das war ein The Room, der durchaus. Ja, dem durchaus der Charme gefehlt hat, finde ich. Ging's euch ähnlich? Also ich weiß, warum du an The Room denkst. Vor allem, ich weiß jetzt, man kann der deutschen Synchro jetzt ja viel unterstellen. Die ist auf jeden Fall schon großartig. Und da musste ich schon auch an The Room denken, weil es ähnlich gut und authentisch gesprochen wird teilweise, wie es eben der Tommy, wie auch immer er mit Nachnamen heißt, in The Room tut. Aber ich dachte am Anfang ja tatsächlich, also ich, wir können ja gleich das Beste, das sind guten Sachen des Filmes, dann sind wir ungefähr in 2 Sekunden durch. Ja, bitte.
Ich fand den ja handwerklich, war er schon gar nicht so schlecht. Also man hatte Kamerafahrten, Kranfahrten, Drohnen, was auch immer. Die Qualität des Bildes war auch nicht so unendlich ranzig. Die Schnitte waren okay. Das war schon in Ordnung, wenn man dann noch eine andere Story, andere Schauspieler, andere. Eigentlich alles andere. Alles andere. Aber so handwerklich vom Aussehen, also bis auf Menschen, war er doch okay, oder? Ich stelle mir gerade vor, wenn den Film so jemand pitcht, so nach dem Motto so: Ja, es ist eigentlich schon ganz gut, du musst nur alles ändern, was du bis jetzt gemacht hast. Nee, oh. Also sag mal so: Mich hat es total an eine Telenovela erinnert. Von der Optik her. Also du sagst dir, das Bild und so war nicht sehr ranzig, das war eben genau das Gegenteil. Das war so dieses Hyperpolierte, was diese ganzen Soap-Operas haben. Also diese so alles, Butterlinse. Ja, genau, alles irgendwie knackscharf und alles total bunt und so, das hat sich halt total wie eine Seifenoper angefühlt. Ja, das ist doch Teil. Perfekt, genau. Es soll es ja auch sein eigentlich. Es soll eine Seifenoper sein. Und als wir im Vorfeld kurz gesprochen, hatte ich ja gesagt, das erinnert mich an diese Bahnhofsheftchen, die man kaufen konnte, nur als Film. Also diese, wo vorne drauf so ein sexy, nackter, gemalter Mann ist und eine Frau beugt sich so zu ihm hin. Wurde diese Heften, die man so kaufen kann an Bahnhöfen. Das ist das als Film. Oder eine Soap Opera, genau. Groschenroman als Film. Groschenroman ist das Wort, danke, was ich in 20 Sätzen versuche zu lernen. Ja, was heißt in 20 Sätzen, da wird der Film dann auch abgefärbt. Der Film lebt übrigens auch von seinen vielen guten Dialogen, wie ich finde, und seinen Weisheiten, die wahrscheinlich von irgendwelchen Cornflakes-Packungen zusammengeschrieben worden. So in etwa. Ja. Ich muss jetzt Michael aus der Facebook-Gruppe zitieren, der sein Lieblingszitat: Du beginnst zu sehen, was ich schon lange im Herzen wusste. Ja, da habe ich mal kurz laut aufgelacht. Wie sagt man, sagt eine Mutter zur anderen, nachdem ihr Sohn im Pool ertränkt wurde. Genau. Jetzt habe ich es gespoilert. Oh Gott, nein. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob man sieht ja schon, ich wusste ja wirklich nicht, was auf mich zukommt, als ich diesen Film angemacht habe. Dann kam ja erst diese Fahrt auf dieses Anwesen, dachte ich, ja, okay, bin mal gespannt, was jetzt kommt. Und dann passiert ja, was du schon gesagt hast, in den ersten 60 Sekunden, dieser Dialog von ihr und ihrem Stiefvater, wo wir über den Schädel geschlagen bekommen, was alles die Hintergrundinfo ist. Er sagt, hallo, schön, dich zu sehen. Sie sagt, hallo, schön, dass ich nach 10 Jahren, dass ich im Waisenhaus war, nachdem du meine Mutter umgebracht hast, dich jetzt nicht an meinem Geburtstag gefeiert werde. Hä? Oder so. Also genau Exposition. Genau. Okay, alles klar. Ich weiß, was das für ein Film ist. Also auf meiner Liste steht hier an der Stelle Exposition mit dem Fleischhammer. Ja, und das trifft aber auch ganz gut. Die Exposition wird praktisch dem Stiefvater wieder zurück in seinen Schädel reingeprügelt. Ja. Oh Mann. Ja, also so auf die Art. Und an der Stelle, also wenn man jetzt mal so die Handlung von dem Film so ein bisschen auseinander nimmt, also ein Film in dieser Art könnte ja funktionieren, wenn man quasi erst mit der Zeit erfährt, was es mit dieser Trolla auf sich hat. Also wenn man so langsam, aber sicher ihr dunkles Geheimnis ergründet. Aber in dem Fall erfährst du das Geheimnis, nämlich dass sie eine Mörderin ist, innerhalb der ersten 2 Minuten Film und danach kommt nichts Neues mehr. Weil du weißt schon genau, was ist eigentlich genau das Geheimnis von ihr. Und es kommt halt eben auch kein Twist oder sonst irgendwas. Ja. Weil der nimmt, also in den ersten paar Minuten nimmt er sich schon komplett jede Spannung raus. Ja, aber vielleicht ist das auch für die Zuschauer gedacht, die irgendwie erst 2 Minuten zu spät einschalten, weil sie vorher noch keine Ahnung. Und die haben dann echt vielleicht einen ganz guten Streifen gesehen. Wobei ich werde jetzt hier wieder eine Spoilerwarnung ausgeben, aber was mir an dem Film echt am besten gefallen hat, das war am Ende, wie die Polizei draufgekommen ist, dass die Chloe, die Hauptdarstellerin, die Mörderin ist. Denn Chloe hat anscheinend aus ihrer Flucht aus England den Fleischerhammer mitgenommen und dann im Garten in Amerika vergraben. Stimmt. Ja. Das war, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was der Drehbuchautor des Films sich dabei gedacht hat. Das ist aber so gesehen, wenn du in England verfolgt wirst, ist es vielleicht gar nicht doof, die Mordwaffe außer Landes zu schaffen. Ja. Aber sie dann im eigenen Vorgarten zu verbuddeln, ist dann halt auch wieder doof. Gerade wenn man dann vorher noch 2 Morde nachgereicht hat. Das noch. Ist die kluge Abwehr. Ja, mit dem Fleischhammer, das sind ja auch richtig professionelle Morde, wie sie die dann begeht.
Ja, vor allem der auf der Treppe. Also es gibt dann zwei Leichen, glaube ich, die in Amerika dran glauben müssen. Beziehungsweise keine Leichen, die werden erst zu Leichen. Da ist einmal der Freund der Tochter, bei der sie wohnt, der ihr auf die Schliche gekommen ist, dass sie anscheinend ein sehr, wie gesagt, intrigantes Luder ist. Der wird in den Pool geschubst und er trinkt. Er kann nicht schwimmen, der Arme. Weil er dem vorher lang und breit erklärt hat, dass er nicht schwimmen kann. Ne? Ja, da ist jetzt meine Frage an euch. Ich weiß ja nicht, ob ihr Nichtschwimmer kennt. Das habe ich mich auch, ich glaube, ich weiß, was du fragen willst. Ja, ja, ertrinkt man, wenn man nur einen halben Meter vom Beckenrand entfernt ist? Also ich gehe mal davon aus, dass selbst ein Nichtschwimmer, gerade wenn er schon im Teenageralter ist oder Anfang 20 oder was auch immer die da darstellen sollen, da schafft es auch ein Nichtschwimmer, sich an den Beckenrand zu retten irgendwie. Ja, oder kann man nicht dann sich untergehen lassen und vom Boden dann hochstoßen schräg? Ja, oder also keine Ahnung. Klar, okay, wenn man Panik hat, weil man nicht schwimmen kann, da weiß man ja nicht, was passiert. Aber gut, was du gerade angesprochen hast, der Film fing an und sie sagt, sie ist 19, 20, keine Ahnung, da muss ich ja auch schon lachen. Die Schauspielerin war ja schon Ende 20 oder so, ist auch so wieder typisch Telenovela. Was du auch gesagt hast, ist mit den Leichen, und dass wir jetzt ja eigentlich alles voll spoilern, wenn sich da irgendjemand beschwert. Man kann jetzt den Trailer auf YouTube angucken, und wer keine Lust hat, diesen Film anzuschauen, nachdem wir ihn jetzt, obwohl wir ihn so formidabel beworben haben, der kann sich einfach den Trailer angucken. Der ist nämlich gefühlt der ganze Film auch chronologisch erzählt, zusammengefasst in anderthalb Minuten. Stimmt, und der hat genauso viel Erotik, wie der Erotik-Thriller haben muss. Ich glaube, es gibt eine einzige erotische Szene, die ist auf einer Poolparty. Da laufen vier Mädels im Bikini einmal durch die. Genau, das ist die Erotik. Das ist die Erotik, ja. Und nee, da, es gibt auch noch zwei, drei hübsche Jungs, glaube ich. Ah, und liegen sie nicht mal, die Mutter und die Töchter, einfach nur in Unterwäsche im Bett? Also nicht erotisch, sondern sie schlafen halt einfach ganz normal? Da käme ich jetzt mal auf einen Punkt, den habe ich mir auch notiert. Bitteschön. Also sie ist eine Austauschstudentin, ja? Also sie ist so für ein Jahr, wohnt die da? Also so kenne ich Austauschprogramme, ja? Man wohnt irgendwo und verbringt da zwar den Alltag zusammen, aber die machen halt echt, als hätten sie sie adoptiert. Ja. Ab der ersten Minute wird da umarmt und geküsst und ach, es ist so schön, dass du endlich hier bist und unser Leben wird jetzt viel besser. Und ich denke so, wie lange will die denn da bleiben? Ja, zieht die da jetzt für immer ein bei denen? Also sie machen von vornherein so, als wäre die da jetzt die neue Stieftochter. Ja, ja, da kann man immer das praktische Zitat nennen, Amis halt. Ja. Oh, weiß, das kenne ich gar nicht, das lassen wir auf dem T-Shirt drucken. Ich weiß nicht, ob das da so läuft, aber ja, so. Ja, also die sind schon, ich war ja auch in Amerika als Austauschstudent, also die sind ja schon, das kennt man ja, diese Freundlichkeit und dieses, wir lieben dich und wir nehmen dich mit offenen Armen und Herzen auf, das ist da schon so, aber dieses, du bist jetzt unsere Tochter, das ist natürlich Quatsch, das stimmt schon. Ja, ist da bei denen in der Familie nicht die Tochter irgendwie gestorben oder war das nur der Vater? Ich glaube, eine... Ja, doch, ich glaube, der Bruder, also ein Geschwisterkind ist, glaube ich, gestorben oder irgend sowas. Irgendwas, ja, vielleicht kompensieren die das dadurch. Genau, und bei der Chloe ist ja die Mutter, genau, die ist ja auch gestorben und das wird ja auch kompensiert. Das ist ja eigentlich der ganze Masterplan und das ist auch kein Spoiler. Das steht nämlich bei YouTube unten drunter in der Zusammenfassung von Tiberius Film. Also es passt ja dann sehr gut zusammen. Die einen haben Geschwister und Papa verloren, die andere sucht eine neue Mutter und Aber warum auch einigen die legen? Sich dann nicht, Mensch? Da müssen doch keine Leichen. Ja, weil sie will die Mutter für sich alleine haben. Ach so, und stimmt. Da ist ja noch eine Schwester im Weg vielleicht. Ja, das ist halt auch sowas. Ne? Ihr Plan wäre perfekt, wenn sie sich einfach mal am Riemen gerissen hätte. Ja. Ja, so ne? Sie kommt ja da perfekt unter in dieser Familie. Aber sie wollte sie ja nicht umbringen. Also es fing ja damit an, dass da jemand kam, der sie nicht nett fand, sozusagen. Also sie dachte ja, cool, wenn mich alle cool finden, dann bringe ich niemanden mehr um in meinem Leben. Oh, der Typ mag nicht, wie ich gehe, den bringe ich um. Ja, ja. Immer fertig. Ja, und das Schlimme, was ja dann auch noch mit dazu kommt, ist, dass sich die böse Lokalreporterin Ruth auch noch... Die Ruth... auch noch eingebildet hat, sie müsste da mal nachforschen, was denn in Canterbury so alles los war in der letzten Zeit. Huhu! Und was kam dann dabei raus? Der Mord. Ja, tot.
Oh Mann, die eine Titelstory fürs Lokalblatt über diese Austauschschülerin schreiben will. Und das war auch super, oder? Da ist echt nichts los in dem Kaff, wenn das ein Stoff für die Titelstory ist. Auch sie bringt sie ja um, es ist hellichter Tag, dann geht sie nach Hause und dann sieht sie, wie ihre Mutter und Schwester, also Austauschmutter und Schwester, im Fernsehen eine Nachrichtensendung über diesen Mord gucken und sagt, ich habe sie vorhin noch getroffen. Und dann wird schon drüber berichtet in den Nachrichten. So, oh, okay. Ey, die sind flink da in Amiland. Das ist echt, es sind die kurzen Wege, die oft so, weißt du, auch keine Ahnung. Das war übrigens meine Lieblingsszene, glaube ich. War sehr gut, auch diese Nachrichtensituation gut nachgestellt, richtig dramatisch. Da war die beliebte Lokalreporterin Ruth ist tot. Keine Ahnung. Ich fand auch super ihre diabolischen Selbstgespräche, die sie immer führt, wenn sie alleine ist. So, es war auch in der Szene, sie schubst sie da von die Treppe runter und steht dann noch so da und guckt so halb in die Kamera und so, du hättest nicht so neugierig sein sollen oder sowas. So, ich denke so, für wen sagst du das jetzt? Ja, stimmt. Ja, das ist auch super. Also Schauspiel auf Theater-AG-Niveau mal wieder. Und es ist halt ganz wirklich großartig. Diese eine Schauspielerin aus Lost mit dabei. Also die hat echt keine gute Karriere danach gemacht, nachdem sie aus Lost rausgemordet wurde. Vielleicht kannte sie jemanden und hatte dem einen Gefallen geschuldet, dass sie da kurz 2 Minuten auftauchen oder sagen wir 5 Minuten auftauchen musste. Naja, sie war ja dann im Grunde genommen die Miss Marple von Dangerous Girl. Also die hat ja alles dann im Alleingang, wie sagt man, gemanagt und rausgefunden. Die hatte dann, glaube ich, auch noch so einen kleinen asiatischen Deputy, der hat, glaube ich, den ganzen Film lang nichts gesagt. An den kann ich mich noch erinnern. Mhm. Ja, alles in allem. Von mir gibt es natürlich eine ganz klare Empfehlung, den Film anzuschauen. Ja, klar, das ist doch... Für einen Trash-Filmabend ist es, glaube ich, auf jeden Fall taugend. Da können wir noch kurz sagen über Tiberius-Film. Da hatten wir doch noch hier einen Insider, ne? Über Tiberius-Film, genau. Ja, also ich habe ja, also wer den Telestammtisch fleißig verfolgt und alle Folgen geguckt hat, der weiß vielleicht, dass wir vor kurzem auch schon insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt waren, ich war bei 3 Besprechungen von Tiberius-Filmen dabei. Und du kannst einer schmerzhaft. Ja, es tut so ein bisschen, es macht so ein bisschen Kopfweh irgendwann. Das linke Auge zuckt immer noch. Okay. Also einer schlechter als der andere und es zieht sich halt so ein bisschen durch, dass so Sachen wie halt das bekackte Schauspiel, die schlimme Synchro, das ist so ein Markenzeichen von denen. Also es ist halt echt eine Trash-Schmiede. Ja. Und da reiht sich Dangerous Girl halt echt gut ein in diesen Reigen der Kackigkeit. Der Reigen der Kackigkeit. Oh Mann. Ja. Oh, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja, also wenn jemand Bock hat, mal auf eine richtig coole Trash-Film-Party zu machen, da reignen sich auch nicht alle Filme von Tiberius dafür. Da waren auch ein paar dabei, die hinterlassen zu alledem noch so einen schlechten Nachgeschmack, wo es wirklich gar keinen Spaß macht. Aber der wäre, glaube ich, schon so ein bisschen was für so, ne, mit einer Kiste Bier und so. Da kann man, glaube ich, echt auch Spaß mit haben mit dem Film. Ja, der hat wirklich Top-Dialoge. Ja, auch furchtbar übersetzt teilweise. Das ist auch so Anfängerfehler drin, ja, wo so sowas wie Rest mit Ruhen übersetzt wird. Ach ja, stimmt. Und sowas, ja, oder wenn sie ans Telefon geht und sagt, it's auf Englisch, it's Sam again, und sie sagt auf Deutsch, Sam wieder. Sowas, ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Presse. Also, oh Mann, ich würde den vielleicht echt gerne noch einmal auf Englisch gucken. Oh Mann, okay. Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Erfahrung. Ja, okay, die haben wir jetzt durchgemacht, wir drei, und wir haben uns mehr oder weniger für euch da draußen ins Feuer geworfen und sind elendig dran verbrannt. Wir werden wahrscheinlich nie wieder einen Erotik-Thriller sehen können. Also, oder was als Erotik-Thriller betitelt wird, da war doch keine Erotik. Wo war die Erotik? Ja, wie gesagt, da waren die Bikinis. 4 Paar Busen am Pool und das war's. Ja, keine Erotik und nicht mal so viel Thrill auch. Also, nö. Ja, wie gesagt, den Thrill hat man uns ja gleich zu Beginn genommen. Deswegen vielleicht sollten wir die ersten 2 Minuten mal weglassen, damit man wenigstens noch ein bisschen rätseln kann, wer der Mörder ist. Also,
es würde wahrscheinlich wirklich besser funktionieren, wenn man einfach so diese Expositionsszene einfach wegschneidet. Weil die ja, und halt anscheinend, genau, und anscheinend in den, also Moment, ich guck mal auf IMDb. Ja, okay, da steht's auch gleich. Aber unter meinem jetzt viel beworbenen YouTube-Trailer haben sie es auch so geschrieben, als käme das, wäre das, also als sollte es eigentlich anfangen. Sie kommt als Austauschstudentin nach Amerika, sie werden gute Freundin, bla 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 und so weiter. Mhm. Also als wäre diese erste Szene, vielleicht hat die einen Cutter am Ende hämisch an den Anfang gesetzt. Es ist einfach nur ein Exportproblem gewesen, das auf die falschen Knöpfe gedrückt und dann ist der Film rückwärts rausgerendert worden. Das wird dann vielleicht auch die Synchro erklären. Die haben alles rückwärts gespielt. Das hätte vielleicht ein Flashback sein sollen, der irgendwann später kommt. So wie Memento. Der Film sollte eigentlich Memento sein. Das ist hart, jetzt den Film und Memento im gleichen Satz zu erwähnen. Das ist schon. Ja, man muss sich vorstellen, der Pool hätte ja dann, wenn er rückwärts geschnitten wäre, der Pool hätte dann den Jungen geboren. Ja, und die Treppe hätte die Ruth nach oben. Okay, wollen wir den Film dann mal bewerten? Geben wir alle unsere 0,5 Punkte. Bitte. Okay, also ich gebe 0,5, weil mich der Film so amüsiert hat. Bitte. Ja, 0,5 finde ich gut. Von 5, ne? Nicht von 1. 0,5 von 0,5. Ja, ich glaube, ich bin auch dabei mit 0,5. Das ist halt, also als Trash-Film ist es vielleicht eine Perle, aber als ernst gemeinter Thriller taucht da halt gar nichts. Ja, insofern. Ja, gut, wir müssen ja schon sagen, ich glaube nicht, der Film nimmt sich ja nicht ernst. Also die wissen ja schon, was sie machen. Ja, ich weiß es bei dem Film ehrlich gesagt gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also dafür, also das berühmte Augenzwinkern habe ich da jetzt nicht erkannt. Ja, aber wenn du sagst, dass Tiberius-Film nur so Filme macht, dann ist denen doch schon klar, dass die keine Hochleistungs... Das schon, aber die kaufen sie ja bloß ein. Die Leute, die Filme gemacht haben, wissen ja nicht, dass sie für Tiberius-Films die Filme machen. Ja. Ja, also ich hab jetzt 4 von diesen Filmen geguckt und die nehmen sich alle Bier ernst. Also da ist keiner dabei, wo ich denke, das ist irgendwie ironisch aufgebrochen oder sonst irgendwas. Nee, das ist alles irgendwie... Aber Seifenopern sind ja auch, die nehmen sich ja auch so gesehen ernst, aber wissen trotzdem, was sie sind. Das ist jetzt halt die Frage. Weiß dieser Film, dass er Trash ist und... Also, ja, aber ich weiß nicht, ob das an der Bewertung was ändert, aber dann weiß man einfach, dass dieser Film auch nie zu großem geboren wurde, sozusagen, sondern zu dem ist sich in den Reigen der Kackigkeit einreihen wollte von Anfang an. Ja, das mag sein, vielleicht interpretieren wir das auch total fehl und wir haben hier eine Perle, die wir nur nicht, sind die Säue, vor die sie geworfen wurde. In 20 Jahren ist der Film wahrscheinlich so wie damals Blade Runner einfach so als missverstandenes Meisterwerk. Filmstudenten werden arbeiten, drüber schreiben. Ja. Und, so wird das wohl sein. So, gut. Ich würde mich gerne mit euch beiden irgendwann mal wieder zu so einem Tiberius-Watching, Tiberius-Cast verabreden. Gerne, es wird ja langsam ein Hobby, habe ich. Ja, ich würde auch sagen, dass wir vornehmlich vielleicht uns dann auch wieder anmelden für eher die spannenderen Fälle. Na klar. Okay, gut. Dann war es das von uns. Und für alle, die diesen Film auch sehen wollen oder gesehen haben, bitte in die Kommentarspalten unten rein kommentieren, wie ihr den Film so fandet. Dann bedanke ich mich bei Yoshi und Michael. Danke, danke, danke. Und ja, verabschiede mich hiermit vom Cast. Bye, bye. Bis dann. Tschüss, ciao.